Hallo, guten Morgen meine Lieben. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video durch meinen Tag. Ich habe ein bisschen was für euch, was ich euch gerne zeigen möchte. Zum einen habe ich einen richtig coolen Badezimmer-Hack. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch was für euch. Ich finde es genial. Ich habe es schon eine ganze Weile und habe mir gedacht, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was davon. Ansonsten mal schauen, was noch so passiert. Mit dem Wetter mal wieder etwas kompliziert. Jetzt scheint wieder mega doll die Sonne. Ich komme gerade aus der Stadt und war recht warm angezogen, weil es total runtergehauen hat, als ich eben aus dem Haus bin. Aber egal. Ansonsten hier noch toll mein Wäscheständer, damit ihr den auch mal seht. Wie gesagt, es hat total geregnet. So ist es halt, ne? Hier ist bei euch mit Sicherheit nicht anders. Und ich zieh mir jetzt mal den Pulli aus. Hier ist es nämlich richtig doll warm. Ich würde sagen, wir starten sogar im Badezimmer, damit ich euch den ersten Hack zeige. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's. Stelle ich euch mal hier ab. So. Okay. Also gut, dann kommen wir mal zum ersten Badezimmer-Hack. Das ist auf jeden Fall was für jedes Bad ist. Sehr klein, sehr diskret und sehr preisgünstig. Es riecht total gut und man fühlt sich wohl. Was könnte das wohl sein? Hier ist unser Bad. Kennt ihr ja? Ich zeige es euch einmal ganz kurz. Da-da-da-da. So, und hier in diesem Bad habe ich jetzt was ganz Kleines, das wirklich super dezent ist, aber eine mega krasse Wirkung hat. Und zwar könnt ihr es vielleicht jetzt sehen, da hinten, diesen Raumerfrischer. Es ist ein Luftauffrischungsprodukt, das mit einer einzigen Berührung das Zehnfache der Frische liefert als alle anderen Produkte, die ich bisher getestet habe. Das heißt, ich habe viel mehr davon, es ist viel ergiebiger, ich habe dadurch eine Preisersparnis. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich bombastisch. Also ihr habt somit eine schnelle und wirksame Möglichkeit, euer Bad zu erfrischen. Ein Knopfdruck reicht, es ist ganz leise und dezent und es kommt ein ganz leichter Sprühnebel raus. Das heißt, die Oberflächen werden quasi nicht verschmutzt. Ich habe das nämlich zum Beispiel bei einem Haarspray von meinem Sohn, dass ich das total merke, wenn er das verwendet, dass meine Glasoberfläche am Waschbecken total klebrig ist. Und das habe ich jetzt mit dem Produkt gar nicht, Gott sei Dank. Also es hinterlässt keine nervigen Rückstände. Also ihr könnt schon sehen, das Design ist wirklich sehr dezent, es ist sehr klein und hat eine ganz große Wirkung. Ich finde, dass ich hier den richtigen Platz gefunden habe im Elternbad. Ich habe auch noch eins drüben im Gäste-WC bzw. unten im Kinderbad. Kaufen könnt ihr das Ganze bei Edeka, bei DM zum Beispiel. Ich habe es auch bei Müller gesehen, bei Rossmann, bei Amazon gibt es das auch. Die Firma hat an sich ja wirklich ganz viele tolle Produkte. Dieses Raumspray zum Beispiel gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. Also es ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Wir haben einmal was Fruchtiges, zum Beispiel Lemon. Ich kann es euch wirklich empfehlen und ans Herz legen. Ich bin total begeistert. Für wenig Geld habe ich einen ganz großen Effekt. Ach, und bevor ich es noch vergesse, ihr habt drei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzuwenden. Also sprich, ihr könnt das Ganze zum Beispiel hinstellen oder ihr könnt es euch ganz einfach an die Wand machen. Da ist hinten so ein Klebestreifen, den macht ihr euch ab und dann könnt ihr es euch eben an die Wand kleben oder ihr könnt das Ganze eben mit der Hand einfach betätigen, ne? Wenn ihr das so in die Hand nehmt und dann sprüht ihr und dann kommt eben dieser gut riechende, feine Nebel raus und euer Bad ist schön frisch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber. Ich mache jetzt noch ein bisschen Wäsche und dann, denke ich, werde ich mit meinem Patenkind vielleicht mal in die Stadt fahren, mal schauen. Und zwar hatte ich ihr nämlich zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, dass wir shoppen gehen. Mal schauen, ob das klappt, da muss ich jetzt einfach mal schauen. Und hier ist auch die Bella. Total witzig, dazu gibt es auch eine Geschichte zu diesem Treppenschutzgitter. Ich habe jetzt ein neues bestellt. Die hatte ich nämlich gekauft, als die Bella ein Welpe war. Die Hunde sollen ja, wenn sie noch klein sind, nicht so viel Treppe steigen. Und die ist mir ja ständig hinterhergelaufen. Ne? Und es ist nicht gut für die Knochen, wenn sie noch so klein sind. Und die habe ich jetzt aus der Garage geholt. Gesundheit! Aber die sind nicht wirklich gut. Also es ist so schwierig, hier was Passendes zu finden. Ja, deswegen sieht es jetzt hier so ein bisschen komisch aus, also falls ihr euch wundert, aber es geht jetzt hier gar nicht mehr mit dem Liam, der krabbelt mir hier überall rum und ich habe da überhaupt keine Ruhe, also ich habe jede Sekunde im Blick, damit da nichts passiert. Ja genau, Bella, schüttel dich, alles gut, ne? Die hat gerade Fellwechsel und es ist so schrecklich, wenn die sich schüttelt.
Ja, naja, also so viel zu diesem Treppenschutzgitter, das hässlich ist wie die Nacht. Wisst ihr jetzt auch Bescheid. Und ich mache jetzt hier mal meine Wäsche und dann geht's hoffentlich in die Stadt mit meinem Patenkind. Jawohl, so machen wir's. Und jetzt sind wir gerade im Bad der Jungs und hier habe ich auch noch einen Hack für euch. Und zwar diese Teilchen hier, diese Organizer, die sind wirklich ideal jetzt hier in meinem Fall für diese Schublade für die Handtücher. Ich habe die kleinen Handtücher alle hier rein, finde es super übersichtlich. Da kann sich jeder dann ein Handtuch rausziehen. Und jetzt bräuchte ich dann noch eine, ja, ein Organizer quasi für die ganz großen Handtücher. Habe ich jetzt noch keinen gefunden. Ich habe jetzt hier nur die kleinen Größen, die sehen so aus. Sind super praktisch, habe ich auch oben in Liams Zimmer. Für die Bodies und für die Hosen, für die Söckchen gibt es auch welche, so längliche, also ideal. Vielleicht ist dieser Hack auch was für euch. Was? Nee. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, Liam, ha? So. Also, die Wäsche, die ist jetzt noch sehr feucht. Vor allen Dingen hier diese Unterlage für den Laufstall. Aber die Sonne kommt jetzt gerade raus und deshalb würde ich sagen, stelle ich den Wäscheständer natürlich draußen auf, um die Sonne zu nutzen. Und dann rufe ich noch mein Patenkind an und sage ihr Bescheid, dass wir los können in die Stadt zum Shoppen. Das hatte ich ihr nämlich zum Geburtstag geschenkt. Also sie hatte keinen besonderen Wunsch an sich, sondern sie wollte ja, sich was zum Anziehen aussuchen. Und deshalb verbringe ich heute einen schönen Tag mit ihr. Und ja, das machen wir jetzt so. Also die Alessia weiß jetzt Bescheid. Ich wollte euch noch ganz kurz mein Outfit zeigen. Schuhe fehlen natürlich noch logischerweise. Das Kleidchen hier mag ich super gerne und das kombiniere ich eben auch gerne mit dem Pulli, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde, denn ich glaube, es wird noch relativ frisch heute Abend. Ich habe mir gerade noch einen Lippenstift aufgetragen und dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt meine Schuhe an und dann geht's los. Ja, Liam muss ich auch noch einpacken. Den vergesse ich natürlich nicht hier. Und da bin ich wieder. Wir haben gerade beim Chinesen gegessen, also Sushi. Das war total lustig, weil da so Schiffchen waren, die rumgefahren sind. Da konnte man sich immer was nehmen. Das kannte ich halt vorher noch nicht. So, und jetzt geht's zu Zara bzw. zu H&M. Machst du gut, Alessia? Alle, wir können doch nicht shoppen. Ich habe kein Geld mehr. Spaß. Gefährlich. Gefährlich. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren tatsächlich ultra lang in der Stadt, also circa 5 Stunden. Es war richtig schön mit meinem Patenkind und ihrer Familie. Und es war ganz, ganz toll, dass Alessia so ihren eigenen Geschmack entwickelt hat und auch sagt, wenn ihr was nicht gefällt. Es war so, so schön mit anzusehen. Immer wenn wir was hochgehalten haben, also ihre Schwester, oder die Mutter von Alessia oder ich, dann hat sie direkt gesagt, nö, gefällt mir nicht. Oder ja, gefällt mir gut. Aber sie hat ganz klar gesagt, wenn ihr irgendwas nicht gefallen hat. Und das fand ich so klasse. Und sie hat sich sehr, sehr schöne Sachen ausgesucht. Und wir hatten so viel Spaß zusammen. Wir waren ja auch lecker essen, habe ich euch kurz gezeigt. Ich habe nicht ganz so viel mitgefilmt, weil das natürlich, ja, die sind es ja auch nicht gewohnt. Und meine Familie kennt es, dass ich dann gewisse Sachen auch mitfilme für euch, aber da wollte ich die Kamera jetzt nicht so sehr mitnehmen. Ich hoffe, ihr versteht es und ihr seid mir da nicht böse. Ich mache es einfach so, dass ich euch morgen dann nochmal ein Stück weit mitnehme. Ich zeige euch meine Ausbeute. Das war eigentlich auch so geplant, dass meine Männer mit in die Stadt kommen. Die sind auch mitgefahren. Wir sind mit 2 Autos gefahren. Aber mein Mann hatte einen Unfall. Der wurde dann abgeschleppt. Das Auto steht jetzt in der Werkstatt und der Max hat sie dann abgeholt, sodass wir den Tag eben nicht zusammen in der Stadt verbringen konnten. Also keine Sorge, ihnen ist Gott sei Dank nichts passiert. Es ist nur ein materieller Schaden, also alles gut. Auto wird repariert und dann sehen wir weiter. Aber es war natürlich schade, dass sie nicht mit dabei waren. Sie hatten allerdings genug Zeit, hier Chaos zu verursachen, was ich jetzt alles mal beseitigen werde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie gesagt morgen. Dann nehme ich euch nochmal ein bisschen mit und ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Wahnsinn, was die schaffen. Ein Chaos, Hilfe. Also bis morgen. Was machst du da, Max? Neuer Tag, neues Glück, da bin ich wieder. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch heute noch mal ein bisschen mitnehme. Wir kommen gerade aus der Stadt. Moment, mein Cardigan. So. Fashionblogger, wisst ihr Bescheid, den Cardigan immer nur so über die Schulter. Also nicht so ganz normal, sondern so.
Ich mache nur Spaß. Da rutscht mir die ganze Zeit runter. Jedenfalls, ja, kommen wir gerade aus der Stadt. Wir waren essen. Mein Mann hat nämlich heute Geburtstag und die Bella. Aber das hätten wir uns sparen können. Also das war ein Satz mit X. Oder Max? Ja, so. So, zeige ich euch jetzt die Sachen, die ich gestern geshoppt habe. Oder möchtest du sie zeigen, Max? Nee, danke. Mach doch mal ein Fashion Haul. Mit meinen Sachen. Nee? Gut. Okay, also, dann zeige ich euch das jetzt. Ich hole es eben und ja, vielleicht ist es ja eine Inspiration für euch. Der schreckt voll. Ja, das ist witzig. So, der Max ist jetzt mein Kameramann, weil mein Arm zu kurz ist. Also, vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. Ich war bei Calzedonia und habe mir Strumpfhosen mitgenommen, weil ich so gerne Kleidchen trage, jetzt eben auch im Herbst. Also einmal in 50, in 30 und in 40 den. Ja, so sehen die aus. Nichts Weltbewegendes, aber wir haben ja Glamour Shopping Week und da konnte ich ein bisschen Geld sparen. Dann habe ich mir bei Zara einen richtig coolen Schal mitgenommen. Freue ich mich schon riesig drauf, den zu tragen, und zwar mit meinem grauen Mantel. Klar, jetzt mit dem Cardigan passt es überhaupt nicht, logisch, aber der ist so schön und total kuschelig. Freue ich mich schon. Einfach so ein bisschen als Eyecatcher. Und dann noch ein Oberteil, ein ganz, ganz schlichtes, allerdings in einer großen Größe, und zwar in L, weil ich das dann wieder so ein bisschen über die Schulter tragen möchte. Mit einem Spitzentop drunter. Und auf diese Hose hier freue ich mich schon mega doll. Und zwar diese hier. Das ist so eine Art, ja, Kunstleder, Velour, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr weich, sehr stretchy. Ja, in XS. Mal schauen, ob die mir überhaupt passt. Und ja, für den Liam habe ich noch ein paar Sachen mitgenommen. Zeige ich euch auch ganz schnell im Schnelldurchlauf. Für Mädchen gibt es so, so viele schöne Sachen bei Zara im Moment. Also mein Patenkind wirklich hat sich ganz, ganz viele tolle Sachen ausgesucht, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil die ja eben schon bei ihr zu Hause sind. Also einmal das hier für den Liam. Für Jungs gibt es natürlich auch viele schöne Sachen, ne? Hier zusammen mit der Hose, habe ich gedacht. Richtig süß. Und das Coole ist, die hat wirklich nur 5,95 Euro gekostet. Das ist doch mal mega, oder? Jetzt gerade für zu Hause zum Beispiel die Hose, weil die sehr bequem ist. Zusammen mit dem Oberteil. Dann noch dieses Longsleeve hier. Und dasselbe nochmal in der Farbe. Ja, und die kosten nur 4,95 Euro. Richtig süß. Jawohl, und das war's eigentlich. Geht's noch von deinem Arm? Ja. Ja, okay. Also meine Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Wie gesagt, vielleicht war es jetzt eine kleine Inspiration. Denkt noch an die Lufterfrischer. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich finde es wirklich mega klasse, was ich da jetzt Neues in unseren Bädern habe. Vielleicht ist es ja eben, wie gesagt, auch was für euch. Und wir genießen jetzt noch die Cupcakes und den Tee und lassen unseren Sonntag noch ausklingen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Max, willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, das Stativ meldet sich auch ab. Stativ meldet sich ab. Okay, macht's gut. Tschüss.